the dark, the detective of Fumble in the Dark. Mit Detective Freds McQueen. Ja. Und wir kommen zur letzten ungelösten Folge von The Dark Side Detective Fumble in the Dark. Ein letztes Mal The Dark Side Detective Geschichten von der Dark Side spielen wollte. Fall Nummer 9. Neulich erst rausgekommen. Im Oktober diesen Jahres. Eine brandneue Episode. Ja, ich bin gespannt. Geschichten von der Dark Side. Weitere Geschichten aus der Welt der Dark Side. Fällt Zusammenfassung. Okay. Ist nicht sehr aufschlussreich, diese Episodenzusammenfassung, aber spielen wir. Auf geht's. Geschichten von der Dark Side. Letzte Bonus-Episode. 1. Spiel mit dem Wasser. Hört zu, Jungs. Ich habe mit der zuständigen Person gesprochen. Es dauert noch ein paar Minuten, bis der Schiedsrichter bereit ist für Sicherheitskontrollen vor dem Spiel. Blutelfer, tut ich. Okay. Was ist mit seinen Blutwölfen, Fabian-Gruppe? Also verhaltet euch einfach ruhig und bringt uns nicht in Schwierigkeiten, ja? Seht sie euch an, die straffällige Jugend von Twin Lakes, die ihre Sozialstunden in Form von Baseball ableistet. Das Team weist erhebliche Mängel auf, aber wenigstens sind die Mängel zu unseren Gunsten, zur Abwechslung. Ja, wenn die Baseball spielen dürfen, als Strafableistung. Wie lange sollen wir noch warten? Machen sich diese Meereshexen vor uns in die Hosen? An ihrer Stelle würde ich das wahrscheinlich tun. Aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern. Devin. Devin? Ja. Warum hüpfst du die ganze Zeit herum? Hältst du es nicht für klüger, dir deine Energie für das Spiel aufzuheben? Gute Idee. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. Selbst bist du der Captain. Ich hätte ihn dazu angestachelt, noch höher und schneller zu hüpfen und auszuprobieren, wie lange er durchhält. Aber hüpft weiter. Devin? Ja, hüpfst du immer noch herum? Ja, ich kann nicht aufhören. Die singende Frau zwingt mich dazu. Die singende Frau? Ja, die singende Frau im Lüftungsschacht. Okay. Emilys Schläger. Unfassbar, dass ich den Schriftzug "Ich fresse eure Familien" für die Sicherheitskontrollen von meinem Schläger abschleifen soll. Der Schiedsrichter würde dich damit niemals spielen lassen. Haben wir schon damit gedroht, seine Familien zu fressen, falls er mich davon abhalten will? Ich nehme ihn lieber mit und suche nach einem Ersatz. Ja, endlich kann ich mir mein von Gott berührt Abzeichen abholen. Der Müllcontainer ist voller Baumaterial und Fischstäbchen. Wozu braucht man Fischstäbchen, um Algen zu essen? In Fetzen gerissene Papierkram. Ich kann nur die Wörter Umwelt, Auswirkungen und verdammt entziffern. Das scheint ziemlich vernichtend. Ein Schläger mit Nagel. Ein Aasfresser. Er lauert schon auf die Opfer unserer epischen Schlacht mit den Meereshexen. Er sollte das Röcheln lieber sein lassen, weil er ein Vorbote von Tod und Zerstörung ist. Ist es nicht seltsam, dass wir von Müll umgeben sind? Es hängt von der Perspektive ab. Für eine Ratte wäre es nicht so seltsam. Ich kann es nicht genau hören, aber auf der anderen Seite scheint jemand zu singen. Das ist die Frau, die mich zum Hüpfen bringt. Was? Ich bin die einzige Frau, die dir sagt, was du zu tun hast. Und meine Mama.
Habe ich gerade deine Mama erwähnt? Nein, denn ich bin von allen Frauen und dazu gehört ausdrücklich auch deine Mama, die einzige, die dir sagt, was du zu tun hast. Stehen wir nicht herum, lehren wir diejenigen, die Devon mit ihrem Gesang herumkommandiert, das fürchten. Okay. Wir sollen was anstellen. Das ist ein Schlag ins Leere. Bin so stolz auf euch alle. Vor einem Monat wussten wir nicht mal, was eine Baseballliga ist. Und jetzt stehen wir im Meisterschaftsfinale gegen kein geringer als das einzige andere Team in Twin Lakes. Okay. Es kann wohl nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen. Ja, brennen wir alles nieder. Das steht ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir nicht tun werden. Ganz oben auf der Liste steht, deine langweilige Liste zu verbrennen. Okay. Als du gesagt hast, dass wir zum Spiel gehen, habe ich an Modelleisenbahnen gedacht. Das hier ist viel größer und langweiliger als eine Modelleisenbahn. Ich hätte zu Hause bleiben und deine Sachen nach etwas Brennbarem durchsuchen sollen. Okay, Emilys Vater. Na, mein Kind, wir stehen die Chancen. Ich habe ein gutes Gefühl, Papa. Die anderen haben zwar Training, ein Stadion und eine komplette Mannschaft, die die Regeln kennt, aber ich habe einen Nagel mit in meinem Schläger. Interessant, nimmt hier irgendjemand Wetten an? Keine Ahnung, Papa. Aber es ist ein Freundschaftsspiel unter Kindern, also wahrscheinlich schon. Angenommen, ich würde sagen, ich würde gegen euch wetten. Wo stündest du auf einer Skala von mir egal bis das wirst du bereuen, Alter? Irgendwo zwischen jetzt erst recht und hoffentlich hältst du wenigstens insgeheim zu uns. Es ist meine Tochter. Und jetzt zeigt deinem Vater, dass er aufs falsche Schwert gesetzt hat. Ach ja. Marv, warum trägst du immer noch deine Kopfhörer? Ich kommentiere das Spiel. Wird das Spiel im Radio übertragen? Was? Nein. Ich nehme den Kommentar für mich selbst auf. Für mein Archiv. Ich nehme alles auf, was passiert, und nachts höre ich mir dann zum Einschlafen die dunkelsten Geheimnisse der Stadt an. Ja. Devons Mutter. Wie aufregend, schön, dass er sich einen echten Männersport ausgesucht hat. Musst du bei diesem Spiel viel rennen, Devon? Hast du deinen Asthma-Spray dabei? Und meins auch? Und das Spray, das wir bei der Leiche auf dem Weg hierher gefunden haben? Also wirklich, Jack. Man kann nie genug Asthma-Spray haben, Barbara. Nicht, wenn man sein Leben rennt. Und worum sollte der Junge sonst rennen? Ich kann jetzt kaum erwarten, dass das Spiel anfängt und diese Tafel die nötige Anzahl von Punkten oder Toren anzeigt. Wie auch immer dieses Spiel funktioniert. Die scheinen echt Ahnung zu haben. Hallo, ihr Süßen. Freut ihr euch auf einen schönen Tag voller Sport und ohne irgendwelche finsteren Begebenheiten? Ich schon. Ich habe mir am Wochenende immer wieder Tron angeschaut, mich vorzubereiten. Nichts davon wird dich hier von Nutzen sein. Oh, egal. Es hat Spaß gemacht. Was meinst du mit finsteren Begebenheiten? Du sollst dir mal die Ohren waschen, Süßer. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es keine finsteren Begebenheiten geben wird. Ist das nicht beruhigend? Alter. Verzeihung, der Genoss hat genossen. Alte Getränkedosen, zerknüllte Zeitungen, weggeworfene Essensbehälter. Wie bitte? Ich übe gerade andere herunterzumachen, aber ich bin noch nicht besonders gut. Oh, doch, das war ziemlich gut.
Das ist nett von dir. Ich hoffe, dein Tod wird kurz und schmerzlos. Aha. Armeniens Onkel. Dieses Sport, das ist wie eine wütende Version von Cricket, oder? Kann man so sagen, Onkel. Wütendes Cricket für Kinder. Wie viele Tage dauert so ein Spiel? Nur ein paar Stunden. Und wozu dann das Ganze? Meine kleine Amy ist also der Captain. Wir haben abgestimmt und ich habe verloren. Aber schon gut, dieses Schiff versenkt sich schließlich nicht von selbst. Unsern. Es ist doch gut. Ich habe auf Seite 9341 gelesen, dass du dafür ein Abzeichen bekommen kannst. Du hast das Handbuch gelesen? Ob ich das Handbuch gelesen habe? Natürlich habe ich das. Ein Hobby ist schließlich auch mein Hobby. Ich musste einem Ortsverband beitreten, um an ein Exemplar zu bekommen und zu kommen. Darin steht, dass man das Außenseiter-Alpha-Abzeichen bekommt, wenn man ein Team aus Nichtsnutzern zum Sieg führt. Ein weiterer Schritt in Richtung Blut-Alpha. Oh, daran hatte ich gar nicht gedacht. Bin ich etwa zufällig auf dem richtigen Weg gelandet? Wie peinlich. Detective McQueen. Detective, danke, dass du zu unserem Spiel kommst. Das würde ich mir für nichts auf der Welt entgehen lassen. Du hattest wahrscheinlich einfach nichts Besseres zu tun, oder? Erwischt. Kein Ghoul weit und breit. Hey, vielleicht kann ich dir zur Abwechslung mal ein paar Fragen stellen. Ja, warum nicht? Wir können es ja mal versuchen. Ah, schön mal aus dem mal wieder anders zu spielen als McQueen. Warum sieht man eigentlich nie deine Familie? Warum interessierst du dich für so viele unheimliche Dinge? Was macht der Mond? Was hältst du von der Theorie, dass es in manchen Steinen spukt? Tschüss. Oha, jetzt bringst du mich aber ganz schön ins Schwitzen. Da bin ich eigentlich hier, um euch schwitzen zu sehen. Längst von der Frage ab. Stimmt, nächste Frage bitte. Die Farben können ganz schön frustrierend sein, oder? Warum interessierst du dich so für unheimliche Dinge? Lustig, dass du fragst, wenn die erste Begegnung mit dem Übernatürlichen war auf einem Zeltplatz, als ich bei den Pfadfindern war. Wohlgemerkt, bevor in der Stadt dieses Steuer eingeführt wurde, die zur Gründung der Blutwölfe geführt hat. Ich persönlich glaube ja, dass die Steuer eingeführt wurde, weil die Pfadfinder uns nach den Ereignissen an jenem Wochenende loswerden wollten. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich es immer noch vor mir. Und wenn ich mir die Ohren zuhalte, höre ich die Schreie. Jedenfalls wurden mir auf diesem Ausflug die Augen geöffnet, welche Gefahren dort draußen lauern. Seitdem habe ich mich nie wieder davon abgewendet. Wie kannst du dann sehen, was hinter dir ist? Ich habe mich im übertragenen Sinne nie wieder davon abgewendet. Und wie kannst du dann im übertragenen Sinne sehen, was hinter dir ist? Was macht der Mond? Ich weiß nicht, aber ich traue ihm nicht. Er ist auf jeden Fall ein zwielichtiger Gestalt. Ich würde ihn gerne verhören, aber er ist nun mal der Mond. Alleine der Einfluss auf die Gezeiten. Wenn ich ihn auf das Revier bringe, würde eine Menge Papierkram erfordern. Ohne handfeste Beweise wird das vermutlich niemals genehmigt. Im Moment kann ich ihn also nur im Auge behalten und sehen, mit wem er sich umgibt. Die Astronauten stehen alle auf meiner Liste. Warum sollte jemand in diesen Zeiten zum Mond reisen? Was hältst du von der Theorie, dass es in manchen Steinen spukt? Hat dich jemand im Internet gebeten, mich danach zu fragen? Ja. Ich glaube sehr wohl, dass es übersinnliche Energie an Orten verbleibt, wenn dort etwas geschieht. Das ist es, was man Geister nennt.
und deshalb sind Krankenhäuser so unheimlich. Ich wüsste nicht, warum mein Ort dafür groß sein müsste. Also sollte es auch mit einem Stein oder einem anderen Gegenstand klappen. Vielleicht können wir in der nächsten Staffel eine Geistersocke oder eine besessene Glasscheibe untersuchen. Das hat Spaß gemacht, machen wir das nie wieder. Bist du enttäuscht von diesem Stadion? Nein, es sieht genauso aus wie das Stadion der Universität, wenn nicht sogar besser. Oha, noch mehr Menschen und Gremlins. Beispielen. Du. Keine Zeit für Spiegel. Graue Beine, knorrig, Ohren, alte Augen. Seid still, Jungs. Ihr müsst euch eure Energie für das Spiel aufheben, damit ihr die Kinder anschreien könnt. Gary ist hier. Ich sehe gerne Kindern dabei zu, wie sie ganz normale Kinderspiele spielen. Unsere Geraine ist im Buchhalterzeltlager. Ach, das legt sich wieder. Er musste in letzter Zeit mit vielen Veränderungen klarkommen. Ich prophezeie, dass er schon bald Briefkästen zertrümmert. Dann bin ich ja beruhigt. Danke, Liebes. Tam. Ach, Tam hat es auch hier geschafft. Tam hat keine Messer dabei. Tam will sich nicht die Finger verbrennen. Schade. Morbots hat Stücke dabei, die geschnitzt werden müssen, um nach dem Spiel Marshmallows zu schmelzen. Tam kann die Marshmallows einfach mit seinen Fingern ins Feuer halten. Eine verbrennungsfreie Lösung. Gratuliere. Mickey Nugget. Mein ganzes Leben lang suche ich nach dem Hakenmörder. Und dann treffen wir uns auf deiner Website, auf einer Website für Baseballfans im Ruhestand, die zu viel Zeit haben. Was für eine Geschichte, oder? Es sind drei Polizisten hier. Soll ich einen holen, damit er ihn verhaften kann? Junge, wir sind im Ruhestand. Unser altes Leben ist längst vorbei. Das System funktioniert. Okay, Robert heißt er. Zu meiner aktiven Zeit habe ich so manchen Haken geschlagen und ich habe selten ins Leere geschlagen. Es war eine Anspielung auf meine vergangenen Taten im Baseball-Gewand. Gut, oder? Ja, aber wir haben keine Ahnung von diesem Spiel. Also war es wie Perlen vor die Säule. Ich habe auch keine Ahnung. Ich musste erst Wikipedia lesen, um mir diesen Witz auszudenken. Hättest du dir aber auch einen besseren Witz ausdenken können. Vielleicht, aber das hier liest sowieso keiner. Denn das Spiel nur, um Dudys Text zu lesen. Und keiner will sehen, was ich unter dem Mantel habe. Also bitte, du sprichst hier mit Kindern. Unter dem Mantel muss es aber ganz schön heiß sein. Irgendwo ist immer ein Haken. Der war nicht schlecht. Dann können wir es ja dabei beenden. Mr. Bosch und Schiedsrichter McGink. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung, Billy herzubringen. Er ist ein kleines Nervenbündel. Keine Sorge, ich entscheide einfach zu seinen Gunsten. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Was würdest du tun? Ich will einfach nur, dass du glücklich bist. Was bringt einem alle Macht der Welt, wenn man sie nicht ab und zu missbraucht? Haha, du bist so ein Charmeur. Aber hallo. Hihi. Schiedsrichter McKink, wann sind die Sicherheitskontrollen? Ja, wir haben schließlich ein paar Köpfe einzuschlagen. Verschwindet, Kinder. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe meine Stollen abgefeilt. Damit sie extra sicher sind, bekomme ich dafür einen goldenen Stern. Das ist ganz toll, mein Junge. Ich bin nicht hier, um mir deine Schuhe anzusehen. Ich bin hier auf der Suche nach alleinstehenden Müttern, die leere Versprechen und eine Schulter zum Ausweinen brauchen. Ist ja eklig.
Ach, für euch Kinder ist Knutschen doch immer eklig. Eklig ist nicht gleich eklig. Das hier gehört zum bösartigen eklig. Knutschen zum klebrigen eklig. Soll ich dir ein Diagramm zeigen? Danke, aber ich verzichte. Wenn wir die Träume der Meereshexen zerschmettern wollen, müssen wir die Aufmerksamkeit dieses Kerls wieder aufs Spiel lenken. Es muss eine bessere Möglichkeit geben, das Spiel mit dem Schläger voranzubringen. Baseballspiel oder das Videospiel? Sucht er jetzt aus. Wenn ich aus alten Science-Fiction- und Horrorfilmen eines gelernt habe, dann, dass wir die Erwachsenen besser aus der Sache raushalten. Ein Wasserhahn, vermutlich für die Bewässerung des neu verlegten Kunstrasens. Kunstrasen kommen zwar nicht aus dem Weltall, kann aber im Weltall überleben. Das heißt, er braucht gar kein Wasser. Sehr verdächtig. Super Platz. Ich weiß nicht, ob es oben sicher ist. Das Häuschen sieht neu aus. Deshalb bin ich hier. Für die Nervenkitzel und für den freien Fall, wenn dieses Ding endlich einstürzt. Das Häuschen sieht so aus, als wäre es erst gestern aufgebaut worden. Nein, wenn es gestern gebaut worden wäre, wäre es schon eingestürzt. Es muss heute gebaut worden sein. Ich gebe ihm noch 3 oder 4 Stunden. Tickets, hol dich eure Tickets. Hey Kleiner, hast du schon ein Ticket? Das Spiel solltest du dir nicht umgehen lassen. Wir spielen selbst mit. Wir brauchen keine Tickets. Jeder braucht ein Ticket. Wie soll ich hier Geld verdienen, wenn ihr einfach ohne Ticket reinkommt? Und für Währungsauflagen muss ich mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen, sonst muss ich zurück in den Knast. Diese freundlichen Hexen haben mir einen unverdächtigen Job ohne versteckte Verpflichtungen oder Kleingedrucktes angeboten. Nein, sie haben ausdrücklich gesagt, dass es keine Warnsignale gibt. Ach, Big Tasty. Das Fahrrad sieht schick aus. Es ist ja auch schick. Es kann vorwärts und rückwärts fahren, hat einen Lenker mit Griffen zum Festhalten. Sattel ist gepolstert und die Reifen sind die rundesten, die ich je gesehen habe. Aus dem riecht es nach Leder. Moschus, Torf, Öl, schottischen Whisky, Kabinenansprachen, Baumarkt, unterdrückten Gefühlen, Grillpart, Speck und billigem Bier. Oh, das ist fragil. Diesen Duft hat mein Vater benutzt, bis er eine Unterlassungsklage vom Hersteller. Stelle bekommen hat, weil er mich gefragt hat, wie mein Tag war. Ich glaube, ungefähr ein Bildschirm weiter links gab es all diese Gerüchte. Marktblutseifer-Duni. Ich finde es fragwürdig, dass er einen vollbewaffneten Einsatz war zum Mannschaftsbus und funktioniert hat. Ich fand es gemütlich. Nachdem wir die Waffen beiseite geräumt hatten, sieht man, unter den Waffen ist ein Baseballschläger. Vielleicht vermisst ihn schon jemand. Aha, ein zweiter Schläger. Tja. Können wir rein. Und wann bringen wir sie raus? Das dauert ja ewig. Nach der Sicherheitskontrolle hat Miss Mampus gesagt, der Betrüger lässt sich viel zu viel Zeit, hat sie gesagt. Wir bringen sie raus, stopfen uns die Ohren zu und lassen sie ihr Ding machen.
Und jeder, der ihr Lied hört, muss tun, was sie befiehlt. Ich tue nie, was irgendjemand jemanden befiehlt. Im Liebst. Huch. Oh. Hey, was habt ihr jetzt zu suchen? Ihr solltet nicht Gespräche lauschen, die ihr gar nicht hören wollt. So handelt man sich ganz schnell in Fluch ein. Wir suchen die Toiletten. Wir sind hier zu beschäftigt, damit es zu halten, um irgendwas zu hören. Hört gefälligst auch zu lügen. Lüge nicht. Manche sagen, ich kann gar nicht lügen. Aber ich weiß nicht, weil ich es noch nie probiert habe. Weil Lügen nämlich falsch ist. Und wenn man lügt, kommt Satan und verpasst einem Stinkefüße. Na gut, warte da drüben und kümmere mich um andere Dinge als diese Störenfriede. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Teampause. Dann spielen wir weiter. Machen wir das so. Kurz Kaffee, Toilettenpause. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Okay, weiter geht's. Ja, kleine Kabinen zum Spielfeld. Für einen Ort, an dem es nicht allzu viele Rohre geben sollte, gibt es hier ziemlich viele Rohre. Okay. Noch mehr Müll. Dieses Stadion ist fast so nordisch wie mein Zimmer.
Personalumkleidekabinen. Das Teampersonal, das ist die Sport. In der Sprache für Spieler, Sportler benutzen oft komische Wörter, zum Beispiel Leder statt Ball. Das sieht nicht aus wie ein Baseballhelm. Madison. Das Betreten dieses Raumes ist verboten und das Rumschnüffeln auch. Und ihr seht mir eindeutig nach Schnüfflern aus. Wir schnüffeln nicht. Der kleine Dirt hat eine Lupe in der Tasche und trägt ein Abzeichen mit der Aufschrift Schnüffelmeister. Ganz genau. Oh Mann. Hey, da drüben gibt's keine Toilette. Industrielagerraum. Entzündlich und entflammbar sind meine Yin und Yang. Keine Ballspieler. Keine Ballspiele hier unten, sondern nur im Ballspielbereich, also oben. Ich behalte euch im Auge und belege euch mit einem Fluch, sobald ich Latein sprechen kann. Sieht aus, als hätte jemand den Schriftzug überklebt. Ich leiste lieber zweite Hilfe. Es gibt keine zweite Hilfe, genau. Kisten, da steht nur John Fuhrmann drauf. Oh, wir sollten das nicht anfassen, das ist nicht für uns. Es gibt keinen Grund, dort hineinzugehen. Was ist da drin? Auf dem Schild steht Schleuse. Nein, Emily, auf dem anderen Schild steht, stimmt nicht. Also kann es alles Mögliche sein, außer der eine Schleuse. Der Kleine hat's verstanden. Das ist ein Schlag ins Leere. Nach welchen Spielregeln soll das ablaufen? Strike. Und ist meine große Zeit gekommen. Das werden wir nicht tun. Pft. Du willst wohl, dass alle auf geheimnisvolle Weise manipuliert werden. Strike. Okay. Im Einsatzwagen ist uns nichts mehr. Du meinst außer der Einsatzausrüstung und den Waffen? Ja, nichts aus dem ganzen Kram. Das Fahrrad sieht schick aus. Das ist ja auch schick. Also ich kann vorwärts und rückwärts fahren. Okay, das hat man glaube ich schon. So, was tun wir jetzt hier? Können wir hier irgendwie... Was wollen wir hier tun? Jetzt gehen nach seiner Position auf aus. Mhm. Dann können wir relativ wenig drin machen. Ja. Die Hintergrundmusik ist die ganze Zeit diese klassische Baseballmusik. Erinnert es zumindest daran. Tja, was machen wir jetzt?
Wie sollen wir jetzt hier weiterkommen? Hier gibt's relativ wenig zu tun. Mir fällt kaum noch was ein. Das haben wir auch schon dreimal. Braucht hier irgendjemand einen Baseballschläger? Sind Schlag ins Leere. Tja. Nur ein kleiner Blick in die Komplettlösung. Ich finde die Komplettlösung großartig. Das ist so schlecht übersetzt hier. Ich find's einfach großartig, dass der Baseballschläger hier mit vom Englischen ins Deutsche als Fledermaus übersetzt wird. Finde ich einfach großartig. Da steht, benutze die Fledermaus. Finde ich großartig. Diese Komplettlösung ist einfach genial. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Die Fledermaus habe ich schon mit mehreren verwendet. Das ist ein Schraubenschlüssel. Das ändert hier einiges. Wo kriegen wir das her? Benutze Blitzschläger, Fledermaus. Natürlich könnten wir dem Jungen seinen Schläger zugeben. Und dann hört er vielleicht auf zu weinen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Sollte ich das nicht. Wir könnten diese Mikrosituation nutzen, um die Makrosituation zu lösen. Erfasst. Aha. Wir können hier nirgends rein, weil diese die anderen davor stehen und uns nicht reinlassen. Da kommen wir nicht rein. Achso, die steht ja davor. Ich habe meinen Schläger verloren und ohne Schläger kann ich nicht die Sicherheitskontrolle bestehen und spielen. Ich dachte, er wäre vielleicht hier, aber hier ist er nicht und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Hä? Okay, wir haben seinen Schläger, können wir ihm zurückgeben. Yippie, nimm diesen Schläger. Danke, Moment mal, das steht. Ja, Emilys Name drauf. Auf meinem steht mein eigener Name drauf, weil er nämlich mir gehört. Hey, auf meinem steht auch mein Name. Zwei dumme, ein Gedanke. Warum genau können wir das jetzt nicht machen? Können wir ihm den Stehen zugeben?
Hier steht's ja. Kombinieren Sie Billys und Emilys Fledermäuse. Machen wir das mal. Reißen wir das Namensschild von Billys Schläger ab und kleben es auf den von Emily. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Heißt das, ich muss muss mit seinem langweiligen Schläger spielen? Billys Schläger. Wir haben den Schläger gefunden, Billy. Hier, bitte. Danke. Moment mal. Ist das irgendwas? Da ist irgendwas über das Fressen von Familie eingeritzt. Hehehe. Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Habe ich eine böse kannibalistische Seite die nachts erwacht und einen unsättlichen Appetit auf Langschwein hat? Oh nein. Schlummert in Dr. Billy vielleicht ein Mr. Bosch? Das wird langsam unheimlich. Die Sehnägel kommt uns auf die Schliche. Wir müssen sie fressen, um die Beweise zu vernichten. Aber sie hat kein Fleisch auf den Knochen. Es wird schwer zu verdauen. Ich glaube, wir haben etwas in Billy ausgelöst. Das gefällt mir nicht. Ich will zu meiner Mama. Was ist denn los, mein Baby? Mama, ich bin vielleicht ein Menschenfresser. Ach, mein Junge, ich hatte schon befürchtet, dass du die Krankheit deines Vaters erben würdest. Zu unserer Verteidigung, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? 1 zu 4.973.471. Mein armes Baby, mein armes, hungriges Baby. Könnte eine Umarmung gebrauchen, aber könntet ihr vorher bitte in scharfe Soße baden? Aha, jetzt können wir endlich rein. Ein Schraubenschlüssel. Ich versuche nicht mehr auf die komplette Lösung zu gucken. Bei diesen rostigen Rohren hier unten könnte eine Rohrzange nützlich sein. Ja, die gibt es nur ein Werkzeug pro Tag und wir haben es schon entschieden. Aha. Ein Vorrat an dicken Regenponchos aus Plastik. Eine Ratte. Eine braune Flussratte, um genau zu sein. Gemeinheit, was? Ja, ein ekliges Flussekel. Gemeinheit. Auf dem Etikett steht oberste Kiste. Gratulation zum ersten Platz. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass sie ganz oben im Regal steht. Ganz oben auf dem Treppchen meinst du wohl. Kiste ist feucht. Die Beschriftung ist verwaschen, aber man kann das Wort Ersatzwasser erkennen. Hey, kleiner Freund, was für ein süßer, unschuldiger Bär. Darauf steht alte Handtücher zum Löcherstopfen. Darauf steht Lecktücher, falsche Lieferadresse. Lieber im Notfall rehydrieren. Wie haben sie es geschafft, sie zu dehydrieren? Das geht ganz einfach. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Das Etikett ist im Dunkeln schwer zu erkennen, aber ich glaube, da steht Schatten. Das Etikett ist nur Schatten. Okay. Sie nimmt ein Bad. Lieber sie als ich. Okay, und was machen wir jetzt hiermit? Der Schach ist leerer. Okay, wird's brauchen wir so Schraubenschlüssel und Regenponchos. Wir wollen verhindern, dass dieser Ort zerstört wird. Lassen wir die Rohre sein, so wie Gott es gewollt hat. Ist das Kurt O'Neill, der frühere Rohrleitungsarchitekt der Stadt? Genau der. Meinetwegen können wir anfangen, nachdem dieser heiße Feger verschwunden ist, um sich um seinen Schreihals zu kümmern. Dann versammelt euch, ihr Rotznase, Zeit, eure Ausrüstung zu kontrollieren. Na los, wir kommen gleich. Macht doch, was ihr wollt. Aber wir haben kein Baseball mehr. Kein Baseballschläger mehr. Das ist schlecht. Sollst du uns nicht davon abhalten, die aufzuheben?
Mal überlegen, sind das Spukstreichhölzer? Nein. Sie sind also nicht besessen oder dergleichen? Nein. Flüstern sie euch zu und befehlen euch furchtbare Dinge? Nichts davon. Leider. Und dann ist es mir egal. Ja. Okay, alle sind weg. Können wir vielleicht den Lüftungsschacht öffnen? Wenn wir die Regenponchos an den Rändern schmelzen, können wir sie zu einer großen Tasche zusammenfügen. Ich habe doch gesagt, dass der Kurs 101 Verwendung Ponchos von Blutelfer Dudi nützlich sein würde. Bin genauso überrascht wie jeder andere. Tasche aus geschmolzenen Regenponchos. Okay. Und wozu haben wir das gemacht? Wir mal einen Beutel Wasser. Füllen wir das Monstrum auf. Jetzt haben wir eine Wassertasche. Was sollen wir mit einer Wassertasche? Oh, jetzt können wir hier rein. Oh. Hier ist ein großer Fisch. Wie bitte? Ich bin kein großer Fisch, ich bin eine große Fischdame. Tut mir leid, hier ist eine große Fischdame. So ist das. Eine Sirene. Ihr seid nicht die Kinder, die mich gefangen haben. Dich gefangen? Bin nicht freiwillig, ihr Kleine. Das kleine lila Göhren. Diese kleinen lila Göhren haben mich aus dem. Was geangelt wie ein stinknormaler Fisch, wie ein Würdings. Sie haben mich mit einem Liedtext über ein Land voller Bienen mit Tinte im Wasser geschrieben, hier reingesteckt und zwingen mich für sie zu arbeiten. Das ist nicht gerade angenehm. Was bist du? Gefühlvolle Cousine der Meerjungfrau, der Rockstar der Meere. Ich bin eine Sirene. Und haben sie dich gefangen? Die Sirenen haben kräftige Lungen. Kleine Damen. Mit meinen Liedern kann ich den Willen der Leute brechen. Früher haben wir dafür gesorgt, dass Angler ihr Boot gegen Felsen steuern oder über Bord springen, um uns zu treffen. Diese lila Fischdiebe haben mir versprochen, dass ich nach Hause darf, wenn ich hier mein Lied singe, um irgendein Spiel zu starten. Warum sollten sie das wollen? Es ging um irgendwelche Landrattenkram, mit hüpfenden Leuten und mitreißenden Frequenzen. Oh. Wenn genügend Leute gleichzeitig springen, können sie den Boden zum Beben bringen, bis er einbricht. Ja, so etwas in der Art. Jedenfalls kann ich nach Hause schwimmen, sobald das erledigt ist. Oha, ein Wasserdamm. Das erklärt, warum dieses Spiel auf einem Staudamm stattfindet. Ich dachte mir gleich, dass das ein seltsamer Austragungsort ist. Ich habe einen Schnorchel dabei, falls ich den Ball holen muss. Oh je. Wenn wir diesen Staudamm einstürzen lassen, wird Twin Lakes überflutet. Genau, und dann kann ich nach Hause schwimmen. Wie können wir dir helfen? Wir einfach nur nach Hause. Ihr mit euren fünf Sinnen begreift das vielleicht nicht, aber dieses Aquarium ist sehr viel kleiner als die Weltmeere. Wenn wir dir bei der Flucht helfen, verzichtest du auf das Lied? Natürlich. Woher wissen wir, dass wir dir vertrauen können? Ihr habt wahrscheinlich noch nie davon gehört, aber ich gehöre einer speziellen Gruppe an, die sich ihrem Ehrenwort verpflichtet fühlt. Ich schwöre es bei meiner Pfadfinder-Ehre. Wie bekommen wir eine Fischdame daraus? Als ich meinen Goldfisch bekommen habe, möge er in Frieden ruhen, habe ich ihn in einer Plastiktüte nach Hause getragen. Mutter der Tiefe, hab Gnade. Bald euch, sonst muss ich singen. Hier, wir haben eine Tasche gemacht, in die du schlüpfen kannst.
Schön, und wie komme ich da rein? Oh. Ich habe mal eine Show gesehen, bei der ein Delfin durch einen Reifen gesprungen ist. Kannst du das auch? Es ist erniedrigend. Erniedrigender als in einem winzigen Aquarium festzusitzen und gezwungen zu werden, für deine Freiheit zu singen? Na gut, bring mir einen Reifen, durch den ich springen kann. Oh, auf einmal ist die Tasche riesig. Oha, diese Mülltonne ist ziemlich tief. Wie tief? Unendlich tief. Erzähl keinen Unsinn. Das geht gar nicht. Ist mein Ernst. Sie ist bodenlos. Ich dachte, dass ich so was jemals sehen würde. Nicht in diesem Leben. Auf der Innenseite der Tür klebt ein Flyer. Er hat diesen zerknitterten Steifheit von getrocknetem Papier. Okay. Ertrinken in der Hitze der Mutter der Tiefe. Sie ist schwer zu beschreiben, aber das liegt hauptsächlich an der Auflösung. Sie ist zwar ein riesiges Monster, aber sie hat Ahnung vom Schaugeschäft. Ist denn ein gefährliches Messer drin? Ein süßes kleines Messer, meinst du wohl? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht daran geleckt. Es ist scharf und ich weiß nicht, wo es schon überall war. Kein Schweizer Taschenmesser haben wir. Schissfach mit ein paar Ersatzgewänder der Meereshexen. Es dürfte ziemlich klar sein, was das bedeutet. Aha. Die zerschnippeln wir noch. Dann klebt ein ausgefallenes Schriftstück. Das dunkle, tiefe und verborgene leitet uns. Möge die Tinte der Mutter der Tiefe uns die Sicht nehmen, damit unsere Vision klarer wird. Außerdem finde ich sie einfach total gut. Wenn ich ihre wahnsinnigen Sorgen höre, habe ich das Gefühl, dass es um mich geht und so. Richtig cool. Hier ging es um den Anstieg des Meeresspiegels. Weil jemand hat es durchgestrichen und geschrieben in jeder Unterwasserstadt. Was? Ein ganzer Abschnitt über Keks und Moral, eine der großen philosophischen Diskussionen unserer Zeit. Hier wurde kürzlich etwas hinzugefügt. Okay, das mit den Keksen war ein Reinfall. Aber im Baseballspiel machen wir ernst. Wo normalerweise die Unterschrift wäre, ist nur ein Wasserzeichen. Ein Bild eines Oktopus mit grinsenden Gesichtern und am Ende jedes Armes. Pff, das scheint mir ein wenig bemüht. Meereshexen-Urkunde. Ah ja. Das Ergebnis der Aufregung eines der Mädchen vor dem Spiel tropft durch die Ritzen. Okay. Gehen wir hier vielleicht irgendwo einen Ring her. Ein Knopf, mit dem man das Flutlichter öffnet. Ein Knopf, um die Schleuse aufzufüllen, wie der Name bereits vermuten lässt. Eine Abdeckung, die irgendetwas abdeckt, das wird später bestimmt nicht wichtig. Dahinter lauert der Stausee Kerberos auf seine Freiheit. Flugstor führt in den Fluss Leto. Ein Abfluss für überflüssiges Wasser. Das hat ja viel gebracht.
Aha. Und nun? Vielleicht können wir mit dem Taschenmesser. Ja. Und das müssen wir damit doch machen können. Tja. Können wir vielleicht das Fahrrad aufschlitzen? Es fehlt das richtige Werkzeug, um den Fahrradreifen abzumontieren. Ich dachte einfach mal hier reinschlitzen. Macht kaputt. Aha. Es ist gut, man zieht wie einen Reifen von diesem Fahrrad ab. Mein armer schöner Freund, es tut mir leid. Hör auf, die Sache zu politisieren. Demisch gesprochen, mein lieber Devon, wird das Fahrrad überleben. Wir setzen es nur auf die Auswechselbank, um es in der Sportlersprache auszurücken. Streck die Zunge raus. So, wir haben Fahrrad. Können wir jetzt diesem Knipser dieses Taschenmessers können wir die Speicher entfernen. Speichenlose Fahrradreifen. Ich wurde bestimmt gebrauchen, um hier. Also dann wollen wir mal. Spart euch den Applaus für später. Aber bitte applaudiert dann auch wirklich. Und Trommelwirbel. Ich applaudiere. Hier drin ist es nicht gerade geräumig. Also Schluss mit dem Smalltalk. Bis ich hier raus bin, ja? Okay, wie kriegen wir sie jetzt heraus? Verdammt, ich höre Leute, die von den Sicherheitskontrollen zurückkommen. Wenn wir jetzt gehen, erwischen sie uns und halten uns auf. Nicht zu fassen, dass wir uns als diese Leute verkleiden müssen. Also im Tag ist gar nichts zu fassen. Doch, ich kann mich an die Nase fassen. Du änderst dich wohl nie, Devon. Doch, ich bin gerade dabei, mich zu ändern. Um wie eine Meereshexe auszuziehen. Das war doch der Plan, oder? Oh je. Verdammt, ich höre Leute. Und zwar, wenn man es laut ausspricht, das hoffe ich doch. Okay, und wie soll das jetzt? Ich glaube nicht, dass wir an ihr vorbeikommen. Okay, da kommen wir nicht rein. Bewundere eure Entschlossenheit, aber ich glaube nicht, dass wir da reinpassen. Okay. Tja. Und wir kommen jetzt hier raus. Hm.
Kommen wir nicht vorbei. Ja. Kriegen wir die jetzt an den Leuten vorbeigeschleust? Das ist jetzt das große Rätsel. Ja. Okay. Und der vorbeikommt jetzt auch nicht. Items haben wir auch keine mehr. Ja. Wir sind nicht gefangen. Können wir mit dir reden einfach mal? Was wollt ihr hier? Zeit auf dem Spielfeld. Zeit aufs Spielfeld zu gehen. Und warum bist du dann noch hier? Die Chefin hat mich hergeschickt. Das ist ja witzig. Uns hat die Chefin auch hergeschickt. Tatsächlich, in dem Fall könnt ihr sicher ein paar einfache Meeresfragen beantworten. Liebe Fragen. Welche Fragen? Zum Beispiel, was ist dunkel, tief und verborgen? Eine dunkle, tiefe Höhle der Marianengraben, meine Gefühle, die Mutter der Tiefe. Tschüss. Mutter der Tiefe ist alles. Wir richten wir die Sterne richtig aus. Sterne, ja, sie richten sich irgendwann von selbst aus. Mit der Ausrichtungsfunktion eines beliebigen Textverarbeitungsprogramms. So funktionieren Sterne nicht. Auch schade. So funktionieren Sterne nicht. Verdammt. So funktionieren Sterne nicht. Verdammt. Scheint nichts davon richtig zu sein. Ich wollte gerade antworten, aber ich glaube, die Chefin war kurz. Ufa da. Was machen wir jetzt? Ist das die Chefin hier? Können wir mit ihr reden? Was du bist, weißt schon es. Aufgeregt von dem Spiel, hast du dafür heute irgendwelche bestimmten Tricks auf Lager? Ich rede nicht mit euch, ihr verhaltet euch verdächtig. Ja, ich würde auch nicht mit uns reden, wir verhalten uns tatsächlich sehr verdächtig. Aha. Versuchen wir es hier nochmal. Da fehlt uns noch eine Antwort. Vielleicht können wir die irgendwie. Kriegen wir dich her. Tja.
Hier ist kein Durchkommen. Im Moment. Ja. Die Fragen haben wir noch nicht richtig beantwortet. Ja. Kleiderraum wieder. Ja. Ich verstehe das nicht. Tasche hat 40% zu viele Löcher, mein Geschmack. Richtig, aber die falsche Antwort. Ja. Die Mutter der Tiefe war richtig. Gefehlt uns irgendwie noch eine Antwortmöglichkeit. Warum haben wir die nicht? Ich krieg's nicht. Hier müsste es noch eine vierte Option geben, die uns die richtige wäre und zweiter bringen würde. Aus unerfindlichen Gründen geht das nicht. Ich guck schon. Was ist die Lösung dieses Problems? Okay, das haben wir gemacht. X-Men in Return. Was machen wir hier? Gerade effektiv keine Idee. Irgendwas hab ich doch übersehen.
Das ist ein bisschen verflucht hier. Hier ist auch wieder das. Ist doch nicht wahr. Ist eine Schließfachfläche irgendwo? Tief und warum leitet es mir nicht, wenn meine Vision klarer wird? Das stimmt ja nur, sie haben mich sehr lange dort festgehalten. Und warum das Spiel? Ja, hier ist uns einfach. Ist das ein Bug im Spiel oder wie kommt es dazu? Und noch ein anderes Element könnte ich sagen. Schon was durch. Wenn dir nicht mal die komplette Lösung weiterhilft. Wände, Fahrrad, Reifen, Rohspeichen mit Sirene. Bitte was? Aha. Information. Du hast ihr unheimliches Geheul im Wind gehört. Du hast sie aus dem Wasser winken gesehen. Du hast ihr Flüstern in den Träumen gespürt. Und ihre wahnsinnige Auge jetzt live und schmilzt buchstäblich dahin bei dem Tastikern wie die Flut und der Untergang. Zu dem wichtigsten Grund, warum du nachts nicht schlafen kannst, in der Tiefe, weil jetzt in einer Unterwasserstadt in deiner Nähe. Ich habe eine blöde Vorahnung, dass sie mit diesem Spiel planen. Meinst du, sie wollen mehr Punkte machen als wir? Ein guter Plan. Ja.
guck doch mal. Aha! Indem wir die Stadt überfluten. Da musste ich nur das Prospekt lesen. Wenn Sie die Unterwasserstadt besucht, fügen wir zunächst den Rest hinzu. Wie lautet das heilige Datum? Ich habe mich verklickt. Verdammt. Das ist doch noch das Datum finden oder was? Verdammt. So, Fragen. Wird der tiefer? Stadt überflutet. Ja, wenn wir fertig sind, wird zunächst die nächste Unterwasserstadt sein. Dann muss sie herkommen. Schon gut, tut mir leid, dass ich euch misstraut habe. Schwestern und eurem kleinen Homunculus. Folgt weiterhin den Befehlen der Chefin. Du, er auch. Na dann, gehen wir rein. Möge Göttin mit euch sein. Ja, genau. Außer könnte man damit das Tor zum Stausee öffnen. Müssen das Wasser reinfließen, damit unsere Irene bald laufend nach Hause kann. Okay. Nicht zu schnell, meine Süßen. Pokémon-Kampf. Sie hat eine Pistole. Hände hoch. Das hat sie nicht gesagt. Ist spät. Ich kann sie nicht mehr beachten, nicht mehr halten. Ich falle. Oha. Oh nein. Ist keine Pistole, Schätzchen. Oh. Das ist viel schlimmer. Oh. Das ist ein Aufnahmegerät. Das klingt ja aber nicht schlimmer als eine Pistole. Das haben unsere Sirenen von. Hat doch hier noch jemand eine von lauter Klappe? Das dachte ich mir. Ich habe noch andere schlimme Dinge aufgenommen. Zwingt mich nicht, sie abzuspielen. Gutes Mädchen. Okay, was ist das Befehl, den Mund zu halten oder was? Ich habe es leider überblättert. Und nun? Wenn sie auch nur einen Piep macht, spiele ich in dieser Aufnahme ab und räume euch damit alle vier aus dem Weg. Nun, ich bin 14, behalte deine Griffe bei dir. Das ist das bösartig. Das ist das bösartigste Gerät, nachdem ich je gehört habe. Auch einen da, wo ich sehen kann. Okay. Dann warten wir mal. Wir können ja eh nichts machen. Wir können ja nichts tun. Vorsicht! Oh, wir können doch was tun. Ah ja. Puh. Gut gemacht. Kannst du widersprechen? Hat es funktioniert? Ja. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Die Aufnahmegerät. Vielleicht sollten wir es mit einfach nur dir zeigen. Talkie-Girl. Aber ich spiele jetzt, soll es ablaufen. Bewusstlos, sollen wir sie ins Wasser werfen? Ja, leicht loszuwerden? Nicht nötig, sie ist bewusstlos und lebendig. Das zweite Problem wäre auch gelöst, wenn sie mir
ins Wasser werfen. Das funktioniert nicht mehr. Es muss wohl kaputt gegangen sein, als die Ablenkung beschädigt wurde. Okay, sollen wir jetzt einfach wieder gehen oder was? Wir können nicht gehen, bevor die Aufgabe nicht erledigt, die Sirene frei ist. Okay. Können wir vielleicht hier die Mechanik? Die Tasche scheint die Mechanik beschädigt zu haben. Sollten wir uns ansehen. Ach, großer Gott. Ein Zahnräder-Rätsel. Die Tasche ist wohl ins System hängen geblieben und hat ein paar Zahnräder entfernt. Das läuft es rückwärts. Ja, wir müssen das System umkehren, damit es funktioniert. Okay. Hat die Zahnräder verbunden. Okay, das läuft so lang. Das ist dadurch auch und dann. Okay, wir können das Ganze stoppen. Oh je. Und wir müssen was umdrehen. Zahnrohr muss in die richtige Richtung drehen. Okay. Erste Zahnrohr und das letzte Zahnrohr sind fest. Okay. Bei der anderen können wir prinzipiell entfernen, oder? Haben wir gerade schon gemacht. Wie wäre es denn, wenn wir das mal rausnehmen? Die so. Dann haben wir hier, damit können wir es verbinden. Und das passt vielleicht hier so hin. Und dann hier so. Das Zahnrad dreht sich. Richtung stimmt. Holen wir Helen daraus. Aha. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Kommen gut nach Hause. Sehr schön. Das wäre erledigt. Wir sollten zurück zum Spiel. Wo sind die Kinder? Entschuldigung, gut einfach nur die, aber wir hatten da einen großen Fisch an der Angel. Was? Ist das eine verschlüsselte Botschaft? Sollte ich das verstehen? Es ist völlig egal, was das bedeutet. Du mit Baby erbrochenem, bedeckten Trottel, die drei haben die Sicherheitskontrolle nicht bestanden. Da sind sie disqualifiziert. Ihr habt nicht genug Spieler, also habt ihr verloren, ihr Blutwürstchen. Bäh, das können nicht einmal mir leicht über die Lippen. Ach, meine kleine Rassebande. Ich hätte euch nicht so frei herumwuseln lassen sollen. Das geht auf meine Kappe. Oh nein, Chefin.
Sie sind machtlos, erst recht ohne die Sirene. Ihre Pläne sind durchkreuzt. Und der Nervensägen waren wie damals davongekommen. Mal sehen, was wir zur Auswahl haben. Hier scheint es verschiedene Aufnahmen zu geben. Hüpfen, tanzen, safe, Gnade. Hüpf, hüpf, hüpf für die Mutter der Tiefe. Ich mag tiefe Mütter. Da stehe ich gern dahinter, hüpfend. Okay. Tanzen. Schüttel dich, Sayora. Schüttel deinen Körper. Okay. Und safe. Mach's ein bisschen kürzer. Hey Kind, keine Magie der Welt ist dafür stark genug. Wahrscheinlich ist es besser so. Die Macht ist mir zu Kopf gestiegen. Drück ein Auge zu. Ach, ich glaube, diesmal kann ich ein Auge zudrücken. Für die Mutter dieses Kindes, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Tja, wir sind zurück im Spiel. Ich meine, ist mir egal, dem ich spiele, wenn mich interessiert das schon. Juhu. Wie kann ich meinen Schläger zurückhaben? Nein, warte, ich sehe gerade, dass du ihn mit Barbecue-Sauce überlust hast und darauf rumkaust. Du kannst ihn behalten. Spiel geht los. Ah ja. Ich sage es nur ungern, aber die Blutwölfe haben gewonnen. Wie ist das möglich gewesen? Geschafft. Gute Arbeit, Team. Weißt, was das heißt. Versprochen ist versprochen. Okay. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir ins Aquarium gehen, wenn ihr gewinnt. Das ist das Allerbeste. Ich kenne alle Namen der Lebewesen hier. Kugelfisch, Seeschlange, Oktopus. Sirene. Und das ist eine Sirene. Oh. Hallo Kinder, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Wollt ihr uns das erklären? Nein. Don Pulverone, Teil 2. Oh Gott, es geht weiter. Es sind mehrere von den einem. Der Fall ist noch nicht vorbei. Eine kurze Pause, bevor wir weitermachen. Ich mache eine kurze Pause, dann machen wir das hier weiter. Ist eine längere Geschichte heute. Bis gleich.
Okay. Ich denke, ein halbes Stündchen können wir noch spielen. Ja, das scheint ein bisschen länger zu sein. Scheint noch einen dritten Teil dazu dann noch zu geben. Dann teilen wir das auf und dann machen wir nächste Woche Montag noch einen Stream. Also ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ist eine längere Folge. Gut, machen wir das hier noch. Chief Goni haben wir jetzt hier. Also gut, Junge, das sieht nicht gut aus für dich. Ich bin unschuldig, unschuldig. Routinemäßige Unschuldsbeteuerung wurde zur Kenntnis genommen. Danke, je schneller man die Formalitäten hinter sich bringt, desto schneller kann man zur Sache kommen. Quetschen wir diesen Ganoven aus, damit er uns etwas über den neuen Don und seinen kriminellen Waschpulvergeschäft erzählt. Sollen wir dafür eine hydraulische oder pneumatische Presse benutzen oder vielleicht eine Olivenpresse? Wird es bei der Lösung des Falls keine große Hilfe sein, oder? Im Idealfall nicht. Die Aufzeichnung dieses Verhörs wird zurück in deine Kindheitsträume geschickt, um dich von der schiefen Bahn fernzuhalten. Ich erinnere mich an diesen Traum. Er hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, kriminell zu werden. Wir warten noch auf die offizielle Auswertung der Wirksamkeit dieser Methode. Direkt nach dem Traum habe ich die Schule geschmissen und bin aus dem Bruderverein ausgetreten. Ruhe jetzt. Aber wenn das... Es funktioniert ja gar nicht, weil es müsste, sonst könnte ja, das könnte ja, sonst existiert ja die Sache gerade nicht. Also wenn die Kamera eine Botschaft in die Vergangenheit schickt, um ihn davon abzuhalten, straffällig zu werden, existiert ja diese Zeitlinie gar nicht. Dann sitzt er ja. Versteht ihr das Zeitreisen-Paradoxon? Deswegen ist Zeitreisen möglich. Das du kennst, also. Es macht ihn einfach. Wenn er nie kriminell geworden ist, also wenn wir in der Zeit zurückgehen und verhindern, dass er kriminell geworden ist, dann kann er ja nicht hier sein, dann kannst du nicht. Das ist halt so ein bisschen, dann kann er nicht, dann ist er ja nie hierher gekommen, dann ist er nie Verdächtiger gewesen eben, ist halt, dann ist es unmöglich, dass diese Zeitlinie existiert. Brainfuck. Mann, ich will mit meinem Anwalt sprechen. Dein Anwalt wurde gefunden und unschädlich gemacht. Gemäß Polizeiverordnung 4 Abschnitt 4. Gib auf, Junge. Statt nach deinem Anwalt zu quengeln, solltest du deinen Schandtaten einfach zugeben. Na, wie wär's? Das scheint mir eine Falle zu sein. Der Übeltäter ist ganz schön gerissen, aber den schnappen wir uns. Was? Ich muss mal herausfinden, wozu ich ihn befragen kann. Zurück ans Reißbrett. Oder besser gesagt, zum Tisch. Da haben wir ja einen ganzen Tisch voller Beweise vor uns. Nun knien wir uns mal rein und sehen, ob wir die Hanuten mit den Verbrechen in Verbindung bringen können. Schieben wir die Sache ein bisschen hin und her. Vielleicht können wir alles miteinander verbinden und die richtigen Fragen finden, in denen wir ihn grillen können. Fingerabdrücke. Ein komplettes Set von Finger und Zehen und Schwanzabdrücken. Okay. Drahtzieher hinter den, ich kann heute nicht mehr lesen, der Verbrechen in Loon Lake. Momentan sind unsere einzigen Anhaltspunkte, dass er existiert und ihn nicht leihen kann. Ein Beutel mit Waschpulver, höchst illegales Zeug. Die Menschen sollten dreckig bleiben, so wie Gott sie geschaffen hat. Eine Akte über den
frisch eingetroffenen Verdächtigen, der uns an diesem Tisch gegenüber sitzt, trägt den unvorteilhaften Namen Klites Krumm und ist auch als Krummer Klit bekannt. Kein Wunder, dass er im Knast gelandet ist. Eine Reihe von Verbrechen, die ebenso schändlich wie ungelöst sind. Sie kennen Zusammenhang zwischen denen. Vielleicht können wir ihn dazu bringen, den Anführer zu verraten, um seine eigene Haut zu retten. Was für ein abgedroschener Trick. Darauf fand ich nicht rein. Hey, du sollst diesem Gespräch eigentlich gar nicht zuhören. Hör auf zu schummeln. Tut mir leid, das war gemeint von mir. Damit hätten wir eine neue Frage an die Verdächtigen. Hier muss es noch mehr geben, womit wir ihn zermürben können. Das ist eine neue Frage. Sieht keinen Zusammenhang. Wenn ich mich nicht irre, was ich nicht tue, gehören diese Fingerabdrücke zu deinen Fingern. Kenne ich nicht. Was, dein Fingerabdrücke? Ja, keine Ahnung, wer sie sind. Nie gesehen. Kampf. Na, was haben wir denn hier? Sieht aus, als wäre der Beutel mit Waschpulver voll mit den dreckigen Pfotenabdrücken. Du sollst das ganz nüchtern ansprechen. Und das sage ich ohne jede Anspielung auf die Substanz. Wozu dann die Anmerkung? Verschwende nicht deinen Atem, Junge. Jetzt haben wir etwas, womit wir ihn unter Druck setzen können. Wenn wir zum Verhör zurückkehren. Hier muss es noch mehr geben, womit wir ihn zermürben können. Wenn wir den Gauner Fuschetat ertappen würden, hätten wir ihn. Wir müssen nur wissen, wann die Tat beginnt und wie lange sie dauert, damit wir ihn in einer Ruhe schnappen können. Jetzt haben wir etwas, womit wir ihn unter Druck setzen können, wenn wir zum Verhör zurückkehren. Jetzt sollten wir genug Fragen haben, um den Verdächtigen festzunageln. Nehmen wir ihn in die Mangel. Deine Fingerabdrücke sind auf dem Pulver. Junge, wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen dich laufen lassen. Die Kleinkriminalität ist gut für die Stadt und hält die Polizei auf Trab. Wenn wir nichts zu tun haben, wie soll ich sonst mein Haus abbezahlen? Mit einem neuen Job, eine Stadt ohne Kriminalität, klingt für mich nicht schlecht. Wenn ich kein Verbrecher wäre, würde ich dafür gerne Steuern zahlen. Nicht recht werden. Wir wollen den Chef, den Leid haben wir, den Bandenführer. Wenn du uns zu ihm führst, lassen wir dich gehen. Was springt dabei für mich raus? Hast du nicht zugehört, du kommst ungeschoren davon. Stimmt, das habe ich gesagt. Das habt ihr gesagt, also gut. Ihr wisst es nicht von mir, aber er macht seine Geschäfte in den Docks. Es ist für eine Schmugglerbande so naheliegend, dass ich an unseren Ermittlungsfähigkeiten zweifle. Warum haben wir das noch nicht überprüft? Was? Ich habe dich letzten Monat dorthin geschickt, Max Green. Dann zweifle ich an deiner Menschenkenntnis. Ja, das nehme ich auf meine Kappe. Bist du die zwielichtige Gestalt auf dem Foto? Schön wär's, ich bin ein Niemand. Ganz am Ende der Verbrechenskette, Nahrungskette. Wenn ich das auf dem Foto wäre, wäre ich ganz bestimmt nicht hier. Wer ist das denn? Wer ist der geheimnisvolle Mann? Keiner von uns weiß, wer er ist, nur dass er der neue Don ist. Der neue Don? Irgendeine zwielichtige Gestalt hat also vom Körper des Dons Besitz ergriffen, nachdem dieser nach Recht und Gesetz verhaftet wurde? Ja, so kann man es zusammenfassen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Was steht euer nächster Deal an? Selbst wenn ich es euch sagen würde, könnte ich ihn nicht mehr aufhalten. Also geht er in diesem Moment über die Bühne. Oh Mist. Der Don vertickt also jetzt gerade illegales Waschpulver in den Docks. Nimm die Beine in die Hand, Max Scream. Die Jagd ist eröffnet. Los, Max Scream, wir haben einen Fall zu knacken. Knacken und dann wieder fein säuberlich zusammensetzen, damit wir ihn abschließen können.
staatlich beauftragte Beobachter. Also gut, wir ziehen aus. Mein Hose bleibt an, Chief. Das ist nicht verhandelbar. Oh, Sekretärin Monster. Wir haben einen Anhaltspunkt. Gehen wir. Wenn wir auf Verstärkung warten können, wie sie uns entwischen. Diesmal nicht. Du? Der macht nur Schreibtischarbeit, weil er zu gut für uns ist. Nein, bei diesem Fall sind wir auf uns gestellt. Lass uns weiteres Mal das Tor zur Hölle durchqueren. Und wenn es keine Umstände macht, würde ich diesmal auch gleich dort bleiben. Nun, nimm meinen Anruf entgegen. Nein, ich will dich nicht aufziehen, weil du keine Hände hast. Es wird einfach nur souverän klingen, wie etwas, was man sagt, wenn man geht. Meine Güte. Mein Verbrecher Nummer 1, gleich nach dem Dom. Das macht ihn dann zu Nummer 2. Ach, den Typen. Irgendwann schnappen wir ihn schief. Er kann nicht ewig davonlaufen, nicht vor uns, seine Familie und den interdimensionalen Hunden, die ich auf ihn angesetzt habe. Auf zum Foto, Moto. Das Auto läuft. Na, was haben wir denn hier? Hast du das Zeug? Frisch aus der Waschküche. Wenn du das Wortspiel verziehst. Ganz schön schäbiges Wortspiel. Wie du meinst, dann los, probier es aus. Regina, das Kleid. Der Fleck ist sofort verschwunden. Das ist richtig gutes Zeug, Boss. Wir nehmen alles. Hier ist die Cola. Zeit für den Zugriff, sonst entwischen sie uns. Wenn meine Augen mir keinen Streich spielen, ist das Ronnie Crayfish. Er hat seinen Zwillingsbruder nach dem Geburt aufgegessen, um seinen Verbrecherring zu übernehmen. Ein Schlüssel mit Pima griff weiter. Der Elemente für den Kram. Ha! Die Polizia. Nichts wie weg hier. Weg hier, ja. Schnapp die Tasche. Schnappen? Ja. Wir sind im Lagerhaus verschwunden. Sind wir das Lagerhaus wegen Beihilfe zur Straftat verhaften? Das ist wahnsinnig. Das letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Meute von Lagerhäusern, die in der Stadt randaliert. Ein Entladekran, wie man ihn in den Docks häufig sieht. Er wird zum vier Verladen von meist illegalen Waren benutzt. Und die kümmern wir uns später. Verglichen mit dem Don und seinen Handlanger sind das kleine Fische. Und gehen rein, mach dich bereit. Oh, weia. Die Bitbox. Ein Container mit Gliedmaßen und anderen Körperteilen. Den Begleiter deiner Träume kannst du dir später best basteln, Chief. Und dann entwickelt. Ah, ja. Mechanische Greifarm scheint Kunstobjekte aus dem Container zu holen. Auf dem Etikett steht Karton-Nachbildung. Aus Pappe nicht benutzen. Da ist er. Ende der Fahnenstange.
Wunder. War schön mit euch. War schön mit euch. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ah ja. Verdammt, er hat Magie eingesetzt. Kein so schwerwiegendes Verbrechen wie Waschpulver verschmuggelt. Aber auch keine Kavaliersdelikt. Wie kommen wir an dem Gerät vorbei? Mach's kaputt. Das Ding ist rum durchgestiegen, ist durchgedreht, es dürstet nach Blut. Wenn mich freiwillig, reiß mir Stücke mechanischer Grab, also mechanischer Grabscher. Zutreten, das ist dein Befehl. Oh je. Das Ding ist komplett durchgedreht. Es dürstet nach Blut. Tja. Du und ich, Maschine, verschlungene Kabel und Sehnen, die sich winden, wissen, bis der Bessere gewinnt. Nun nach seinem Sieg wenig später erschöpft und zu kippen. Nehmen wir das Plan B, ja? Okay, was machen wir jetzt mit der Kralle? Wie kriegen wir die pausiert? Jetzt können wir durch. Schön wär's. Was tun wir hier? Ja. Tja, komplett Lösung. Sag an, was sollen wir machen? Oh, okay. Das hat ich nicht befürchtet. Und mit den Gliedmassen und anderer Körperteile. Auch nö. Aha. Was war denn jetzt so? Links Bein, Torso, rechtes Bein, je weniger Worte man darüber verliert, desto besser. Äh.
Was sind das für ein Datenstarre? Man kennt das Kinn, schönes Lächeln, vertrauenswürdige Augenpartie, perfekter Haaransatz. Du musst trotzdem hier jetzt schon. Tja, jetzt haben wir ja eigentlich, wie können wir. Ich begreife es aber nicht. Können wir da jetzt. Ach. Dann ist Störung kaputt gemacht. Okay. Ich glaube, das ist heute, das wird heute nichts mehr. Wir speichern einfach mal. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Genau hier. Sehr schön. Dann machen wir am Montag noch einen Stream. Vielleicht am Dienstag, vielleicht noch am Freitag, dann war schon nächste Woche noch The Dark Side Detective. Hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich bin so fertig von der Woche. Ich krieg hier nichts mehr zustande. Deswegen würde ich mal sagen, pausieren wir das mal und spielen am Montag weiter. Okay, ja, hätte zwar schon was anderes eingeplant, aber machen wir irgendwie. Ich werde schauen, wie ich den Streamplan schreibe. Schauen wir mal. Aber für heute soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen auf YouTube in der Streamaufzeichnung. Ein weiteres Streamaufzeichnung folgt zumindest noch. Ja. Haut rein. Ciao.